So, da gehen wir zuerst runter. What's up? Okay. Are you lost? Hier haben wir einen besonderen Gegner. Giftrot confronts you. Nee, nicht kämpfen. Hilfe, komm ich zurück. So. Check. Some teens decorated it as a prank. Get this off of me! Oh fuck. Giver tries vainly to remove its decoration. Dann machen wir undecorate. You remove a childhood photograph of Snowdrake and his parent. That's a little better. Fuck. Oh fuck. Ich will nicht so viel von ihm. Giver is slightly less irritated. Undecorate. Remove the striped cane that says, I use this tiny cane to walk on it. That's a little better. Oh fuck, ich hau in mein Dach nochmal rein. Giver is slightly less irritated. Undecorate. Remove the striped cane that says, I use this tiny cane to walk on it. Weight has been lifted. Lifted. Have been taken away. One. Toll, jetzt bin ich so verletzt. Ich will das eigentlich nicht. Ich will da noch nicht reingehen, wenn ich so verletzt bin. Was doof ist, dann kommt da wieder ein Gegner. Auch nicht. Ich geh mal zurück und heil mich. Komm ich durch? Fuck. Das ist eigentlich, wenn ich decorate mache. Wenn wir schon da drin sind, machen wir mal Gift. Who uses your gift? But we know it's not a trick. Ja, wenn dich alle dein Leben lang verarschen, ist das natürlich ein bisschen... Decorate. You add some googly eyes you found on the ground. Gosh darn teenage googly eyes! Decorate. You can't improve on perfection. Gosh darn teenage googly eyes! Okay, dann müssen wir es undecoraten. Gut, ich hab's ohne Schaden diesmal geschafft. So, jetzt gehen wir weiter. Für das, wo ich eigentlich hin wollte. Denn hier haben wir einen sehr komischen geheimen Raum. It's a door. Ja, diese Tür bekommen wir nicht wirklich auf. Aber wenn wir hier, glaube ich, es waren 3 Minuten, wenn wir hier für 3 Minuten einfach nur rumgehen. Dann haben wir den geheimen Gegner Gleit und der, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sterben werde oder nicht, weil this fella is no joke. Wir können mal check. Ich habe vergessen nämlich, wie man den besiegt, fuck. Fällt mir gerade auf. Also ohne, dass man ihn tötet. Refuses to give more details about his statistics. Look, watch, observe. Ja, genau. Das ist... Und schon bin ich fast tot. Sie gets jealous. Gib mir mal nothing. You do nothing. No effect. Fuck. Sie gets jealous. Gib mir Monster Candy. Tastes like licorice. How great I am! Alter. Ja. Don't lose hope, David. Stay determined. Ja, ich glaube, ich probiere den Gegner nicht nochmal. Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Besiegen tut man es, wenn man zweimal applaudiert und dann nichts tut und dann kann man es verschonen. Aber ja, es ist eigentlich nur ein Easter Egg mit dem Gegner und man kriegt nichts Besonderes, soweit ich weiß, wenn man ihn besiegt oder getroffen hat oder so. Deswegen würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter. Und der Raum ist auch noch für was anderes gut, nämlich für die Tür, die wir hier gesehen haben. Und ja,
Zu der Tür komme ich ganz am Ende in den Credits dann noch dazu. It's a Snowpuff. And this is a Snowpuff. Woof. What a tiny doghouse. This, however, is a Snowpuff. Surprisingly, it's a Snowpuff. Snowpuff. Is it really a Snowpuff? Behold, a Snowpuff. Eh? There's 30 G inside this. What is this? Okay, cool. It's a Snowpuff. Gut, dann gehen wir zum letzten Snowpuff. Oh, es ist ein Hündchen. Oh, ist das niedlich. It's the Greater Dog. Greater Dog. Check. It's so excited that it thinks fighting is just play. Fuck, du hast mich genutzt. The dog is waiting for your command. Gut, dann machen wir mal... Was heißt Becken? Machen wir Becken. You call the Greater Dog. It bounced towards you, flecking slobber into your face. Your dog is seeking for affection. Dann machen wir mal ignore. Was machst du dann? Your dog inches closer. Greater Dog just wants affection. Dann machen wir mal, bevor wir Pet machen, einfach Play. It's not exciting enough to play with. Okay. Dann machen wir Pet. It occurs up in your lap as it is pet by you. So ein großer Hund in Rüstung. It gets so comfortable. Das ist so ein Wort, das kann ich einfach nicht aussprechen. Comfortable. Comfortable. So, glaube ich. Comfortable. It falls asleep. Then it wakes up. It's so excited. Oh, das sieht sehr excited aus, ja. Your dog is patting the ground with its front paws. Can we jetzt play? You make a snowball and throw it for the dog to fetch. It splats on the ground. Your dog picks up all the snow in the area and brings it to you. Now dog is very tired. It rests its head on you. The dog wants some TLC. As you pet the dog, it stings its sinks its entire weight into you. Movement slow. But you still haven't pet enough. Bark, 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 bark. Pet capacity is 40%. Okay, you pet decisively. Pet capacity reaches 100%. The dog flops over with its legs hanging in the air. Bark, 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 bark. But the dog is contented. Gut, dann haben wir das auch fertig gestreichelt. You won. Oh, so cute. Goodbye, doggy butt. Das ist aber eine gruselige Brücke. Human! This is your final and most dangerous challenge. Behold, the Gauntlet of Deadly Terror. Oh, was soll denn da runter? When I say the word, it will fully activate. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest chance of my victory will remain. Are you ready? Because I am about to do it. Well, what's the holdup? Hold up? What hold up? I'm about to activate it now.
That doesn't look very activated. Well, this challenge, it seems, maybe too easy to defeat the human with. Yeah, we can't use this one. I am a skeleton with standards. My puzzles are very fair, and my traps are expertly cooked. But this method is too direct, no class at all. Away it goes. Phew. What are you looking at? This was another decisive victory for Papyrus. Nyeh! Heh! Heh? Er scheint selber nicht mehr zu wissen, was er überhaupt will. I don't know what my brother's going to do now. If I were you, I would make sure I understand blue attacks. Okay, blue attacks. Gotcha. Und wir sind in Snowdin. Ist da irgendwo eine Kamera? Ich will die Kameras finden. Welcome to Snowdin Town. Hier können wir speichern und hier haben wir eine neue Kiste. The sight of such a friendly town fills you with determination. Use the box? Yes. Weil da will ich das Snowman Piece reintun. Gut, da haben wir einen Shop. Hello, Traveler. How can I help you? Zuerst reden wir mal. Get to chat? Hiya, welcome to Snowdin. I can't remember the last time I saw a fresh face around here. Where did you come from? The capital? You don't look like a tourist. Are you here by yourself? What to do here? You want to know what to do here in Snowdin? Grilby's has food and the library has information. If you're tired, you can take a nap at the inn. It's right next door, my sister runs it. And if you're bored, you can sit outside and watch those wacky skeletons do their thing. There's two of them. Brothers, I think. They just showed up one day and asserted themselves. The town has gotten a lot more interesting since then. Think back to your history class. A long time ago, monsters lived in the ruins back there in the forest. Long story short, we all decided to leave the ruins and head for the end of the caverns. Along the way, some fuzzy folk decided they liked the cold and set up camp in Snowdin. Oh, and don't think about trying to explore the ruins. The door's been locked for ages, so unless you're a ghost or can burrow under the door, forget it. Ja, da haben wir einen Geist getroffen, der das konnte. Your life. Life is the same as usual. A little claustrophobic. But we all know deep down that freedom is coming, don't we? As long as we got that hope, we can grit our teeth and face the same struggles day after day. That's life, ain't it? Gut. Dann schauen wir mal, was du alles hast. Tough Glove? Den haben wir, glaube ich, schon. Manly Bandana plus 4 Defense. It has abs on it. Physical, here's 11 HP times 2. Eat it twice. On cinnamon bun. Here's 20. It's my own recipe. Gut, dann kaufen wir mal das Manly Bandana, damit wir mehr Verteidigung haben. Thanks for your purchase. Und Cinnamon oder Bicycle? Ich nehme mal, warte, Bicycle. Da bekommen wir 22 auf 2 mal. Nehmen wir Bicycle. Ich glaube, eines reicht. Take your time. Sell! Huh? Sell something? Does this look like a pawn shop? I don't know how it works where you come from, but if I started spending money on old branches and used bandages, I'd be out of business in a jiffy. Yep, man kann in dem Spiel nichts verkaufen. Zumindest nicht hier. Come again sometime. Gut, dann rüsten wir mal das Manly Bandana aus. Und Faded Ribbon packen wir mal in die Kiste. So, gut, wir haben ein paar Heilungs-Items. Speichern wir nochmal. Hier haben wir das Inn. Hey, wer bist denn du?
Mom says that sleeping can recover your health above your maximum HP. What's maximum HP? Können wir da hoch eigentlich einfach so? Nee, okay. Wir müssen wohl ein Zimmer nehmen. Welcome to Snowed Inn, Snowden's premier hotel. One night is 80 G. Stay. Here's your room key. Make sure to bundle up.